So, willkommen zum neuen Taschenlampenvideo. Heute von Zofern wieder eine Taschenlampe. Und zwar ist das die SP31V2. Ja, und hier habt ihr schon etliche Zoferns. So, hier ein Reflektor. Kein Augenspiel. Entschuldigung. Weil eben mit den Hunden draußen, wenn ich reinkomme, kriege ich so einen leichten Hustenreiz. Gibt es jetzt erstmal einen Tee. Sehr gut. So, kommt in der typischen Zofern-Verpackung. Zubehör ist hier Paperwork, Batterie-Ladestation, ja, Ladegerät, sehr simpel. Und mit USB anzuschließen, ein kleines Kabel, kein Ladegerät an sich, also keine Stromversorgung. Das war's. Die Batterie wird hier drin mitgeliefert. Und das war eine Software Rechargeable Lithium-Ionen 3,7 Volt, 3000 mA, 18650. Die war schon so da drin. Hier war ein kleines Plastikkäppchen drauf, damit die also kein Stromkreislauf geschlossen werden kann. Und das bedeutet, die ist dann also nicht direkt einsatzbereit. So. Die hat einen Memory-Modus. Ja, wir sehen hier. Ist hier oben ein kleiner Indikator, das heißt längeres grünes Licht, das blinkt, bedeutet, die ist also geladen. So, jetzt haben wir hier den kleinsten Modus. Modus 2, 3, 4, 5. Das ist also der höchste. Der schaltet nach 3 Minuten irgendwas ab. Das muss ich gleich hiervon ablesen. Ja, wird noch adäquat warm. Ne? Nicht sonderlich heiß, aber man merkt schon so aus der Entfernung, klar, dass es warm wird. So, wenn wir dann längere Zeit drücken, ihr habt es in den Videos gesehen, an den Stroboskop-Modus, der seine Frequenz auch zwischendurch ändert. Ja. Drücke ich nochmal drauf, dann kommt der SOS-Modus. Ja. Also relativ simpel durchzuschalten. Wieder zurück, kommen wieder um den Stroboskop-Modus. Längere Zeit schalten, geht die auf den höchsten Modus zurück. Also auf den Memory-Modus. So, hier haben wir jetzt den kleinsten. Der hilft zum Beispiel, also wenn es ein bisschen dunkler ist, ganz noch sehr gut lesen zu können. Ja? Da ist halt der große Modus nicht sonderlich hilfreich schwer. So, jetzt haben wir hier in Russisch, also russische Beschreibung. Da haben wir die in Englisch und in Deutsch. Ja? Hier sehen wir dann Turbo, 1200 Lumen, 2 Stunden 37 Minuten, 225 Meter Distanz. High-Modus sind 500 Lumen, warum die hier den High-Modus über den Medium-Modus gemacht haben. Warum machen die das so rum?
Das verstehe ich nicht. Warum fangen die mit Turbo an und hören mit Echo auf? Naja, gut, soll mir auch egal sein. Also, mal hier fokussieren. Turbo 1200 Lumen, 2 Stunden 37 Minuten. Das funktioniert aber so nicht. Die schaltet hier ab. Die hat eine Sicherheitsabschaltung. Ja. Können wir mal so machen. Zup. So, einfacher. 225 Meter. High 500 Lumen, 3 Stunden 41 Minuten, 150 Meter. Medium 160 Lumen, 9 Stunden 45 Minuten, 84 Meter. Low 50 Lumen, 26 Stunden 49 Minuten auf 49 Meter. Und Echo 5 Lumen. Andere würden das Moonlight nennen, aber Moonlight ist, glaube ich, immer so bei anderen Firmen 0,5 Lumen oder so. Ja. Aber das hier ist, das reicht schon aus, sagen wir mal. Das ist wahrscheinlich genau die Helligkeit, die wir früher mit den Standardfunseln von Warta hatten. Ja. Und Stroboskop-Modus sind 1200 Lumen und SOS-Modus sind 50 Lumen. Warum ist es jetzt so halt in dieser minimalen. Oh, hier. Billy! Katerchen. Billy! Das ist Zitronentee, den trinkst du nicht. Na, Kumpel? Miau. Hund und Katzen in einem Haus. Jeweils 2 Stück. Gut. Hier steht dann auch, was verbaut ist. Eine Cree XP High V3 LED. Wir können, so steht es hier, können hier benutzen eine 18650er oder zwei CR123 Lithium-Ionen. Dann haben wir hier die Dimension, also die Größenangaben. Nettogewicht sind 72 Gramm plus minus 1 ohne Batterien. Aircraft Grade Aluminium, verstärktes Glas. Memory-Modus, das heißt ja, wenn man also die hier jetzt, wir haben die jetzt im Low-Modus. Also im Echo-Modus vielmehr. Jetzt mache ich die aus. Mach die wieder an, ist die wieder im Echo-Modus. Jetzt drücken wir mal, seht ihr hier, ist nochmal der Indikator auf grün. 2, 3. Mach die jetzt aus. Mach die wieder an, ist die wieder auf dem High-Modus. Also 500 Lumen. No? So. Mal den Turbo-Modus aus, an, ist die wieder auf Turbo. Erweist sich als eine taugliche Taschenlampe. Ja. Ich glaube, die kostet 29 Euro. Ich muss aber dazu sagen, die ist mir zur Verfügung gestellt worden. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Heißt aber nicht, dass ich jetzt dann ein geschönes Video drehe. Die ist schon okay. 29 Euro. Weiß ich jetzt nicht. Habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten, ob man da was günstigeres für kriegt bei 1200 Lumen. Vielleicht nicht mit dem Umfang die Batterie dabei. Finde ich okay. Hinten der Druckknopf, der ist geschützt, also man kommt da nicht so unweigerlich so dran, dass die sich von alleine anschaltet. Da hatte ich schon anderes. Der Clip hier, der ist abnehmbar, aber nicht umsetzbar. Ja, großartig. Ja, also ich sehe hier vorne keine Möglichkeit, den zu befestigen, ohne dass wir da Probleme kriegen. Ja, hier vorne will ich es auch nicht unbedingt dran machen. Ja. Warum auch immer. Sollte schon so da bleiben. Oder halt zum Abnehmen sein. Das andere kann ich mir nicht vorstellen. Es kam sonst kein Schnickschnack mit. Ist in Ordnung für mich. Gebe ich dem Teil eine Empfehlung. Puh. Ja, gut. Ne? 29 Euro, 1200 Lumen, 7 Modi. Ja. Echo, Low, Medium, High, Turbo, Strob und SOS. Finde ich okidoki. Können dann auch schnell zugreifen, falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt. Link auf Amazon packe ich dabei. Das ist der Lieferumfang. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und genießt noch euer Weihnachtsfest. Immer gilt Tschüss, Matjo. Schwenkt du, Tschüss, hör ab und schwenkt die Nordsee. Das. Und Billy sagt auch Tschüss. Sagt Tschüss, Billy. Hübscher Kerl. Ja. Aber schon seit er ein Baby war. Ach, übrigens für die MAI-Freaks. Letztes Wochenende war ich eigentlich. Jetzt am Wochenende. Ich kaufe.
Kartoffellauchtopf mit Schinken. 6,30 Euro. Oh, Entschuldigung, Billy. Und Pasta mit Oliven, vegetarisch. 6,30 Euro. Eine Biwak-Schachtel in Koblenz. So, Billy sagt Tschüss. Hier, Taschenlampe. Nein? Na gut. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschüss, Matthias, schwenkt du Hut, tschüss ab und schwenkt die Katz.